Liebe Heimatfreunde, es geht heute ins Mittelalter. Ich habe da so einige Erinnerungen. Nein, natürlich nicht an das Mittelalter, sondern an einen Ort, an dem man das Mittelalter noch zu spüren scheint. Das ist Schäfershof in Osterwiek. Er ist der letzte seiner Art in dieser kleinen Stadt. Es ist die einzige noch vollständig umbaute Hofstelle mit einem Taubenturm in der Mitte. Ich komme vom Fallstein-Gymnasium, gehe durch die Mauerstraße, über eine Brücke, die den Bach an der Grundstücksgrenze des Schäferhofes quert. Ja, so war es im Mittelalter. Eine hohe Mauer schützte Hab und Gut und die ist bis heute erhalten geblieben. Noch um die Ecke. Und da ist er ja auch dann schon, der Schäferhof. Das Tor ist weit offen und dort sehe ich dann auch schon ein kleines Kästchen mit Informationsmaterial. Kein Mensch da. Am Tor finde ich die Erklärung. Seit dem 1.12.2020, also seit über einem Jahr, tobt hier die Verteidigungsschlacht gegen den Feind aller Völker, dem Coronavirus. In treuer Pflichterfüllung folgen die Behörden der klugen Politik von Partei und Regierung. Etc., etc., bla bla. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Und was ist mit dem Verein zur Förderung und kulturellen Entwicklung dieses historischen Ortes? Nun, das Druckerzeugnis im Informationskasten ist noch nicht so alt wie der Vernichtungsfeldzug gegen den Volksfeind. Eine Herberge auf dem Pilgerweg von Norddeutschland nach Rom soll hier im Schäferhof einmal entstehen. Große Pläne. Dann zieht auch endlich wieder Leben ein in diesen historischen Ort. Gemacht wurde hier schon einiges. Menschen waren auch schon mal da, haben gefeiert und gelacht. Doch das ist lange her. Ich gehe mal um den Turm herum und schaue mir die Inschriften an. Oh, schaut mal, interessante Türen. Ob die sich wieder einmal öffnen werden? Zumindest den Bewohnern im Taubenturm scheint das wohl egal zu sein. Die Bank rechts, die gefällt mir. Und Zeit, die habe ich reichlich. Die Glockenschläge einer der zahlreichen Kirchturmuhren ändern daran nichts. Was mögen bloß die Tauben da oben denken? Friedliche Ruhe im mittelalterlichen Ambiente. Nur sie und ich. Es ist wirklich ein idyllischer Ort, dieser Schäferhof in Osterwiek.
So warm war der 1. Januar lange nicht, lese ich in der Zeitung. Schön, denke ich, denn sonst könnte ich ja hier nicht so entspannt sitzen. Wenn ich da so an die kleine Eiszeit denke, als der Hof hier erbaut wurde, die kalten, nassen Sommer, die Missernten und Hungersnöte. So betrachtet scheint die Klimaerwärmung wohl nicht nur Nachteile zu haben, wie es die offizielle Lehrmeinung angeht, in der Bevölkerung eifrig verbreitet und politisch ideologisiert wird. Ich denke, die Tauben werden wohl auch nichts gegen die Klimaerwärmung einzuwenden haben. Nun, war es das vielleicht mit dem Schäferhof? Nein, nicht ganz. Da war noch etwas. Der Garten. Nun, die Tür ist jedenfalls offen. Und da sind ja auch noch die Kieselsteine. Fast 20 Jahre ist das wohl her. Weiße und schwarze habe ich damals hier aufgesammelt und ins Fallstein-Gymnasium mitgenommen. Warum? Nun, damit habe ich den Kindern im Mathematikunterricht die Wahrscheinlichkeitsrechnung erklärt. Und der Garten selbst, den wollen ja die Mitglieder des Fördervereins wieder gestalten und nutzen. Bleibt zu hoffen, dass das ihnen gut gelingt. Denn vor vielen Jahren fanden hier Feste statt, es wurde getanzt und gelacht.